So, Lenia ist aus Südafrika wieder da und hat die Welpen heute zum ersten Mal seit 5-6 Wochen gesehen. Und es geht jetzt ganz gut, nachdem sie am Anfang so getan haben, dass wir sie nicht kennen. Ja, wir haben sicherheitshalber Leckerlis eingesteckt. Das macht die Tiere doch dann immer anhänglicher. Und Lenia sagt, sie, als sie das letzte Mal gesehen haben, waren die Welpen so groß, wie ihre Beine jetzt lang sind. Und ja, es ist, sie sind in der letzten Woche sehr, sehr groß. Wir sind jetzt in der Wedemark und hier bin ich früher immer ganz viel mit meinen großen Windrädern. Da hinten, das sieht aus wie Palmen, wie Kalifornien. Wir stellen das jetzt einfach vor. Ey, toll! Und der macht sogar Sitz, der dicke Deffi. Hilfe, ich werde verfolgt von einem Rotkäppchen. Jetzt filme ich euch gegen die Sonne, das ist auch nicht so toll. Hast du jetzt wieder blaue Augen? Ja, Lena hat recht, das sieht im Moment wieder blau aus. Packst du immer an mit Kontaktlinsen? Dann sieht das auch irgendwie aus. Vielleicht können wir tatsächlich einmal so rumgehen hier. Bleiben ja total bei uns, ey. Nee, das, also ich muss sagen, das hält immer die Grenzen. Es war immer irgendwie so 3 Tage, da kamen die alle an und haben irgendwie 2-3 Zecken im Kopf gehabt und dann war wieder 6 Wochen Ruhe. Und im Moment ist eigentlich auch ruhig. So. Oh, ich kann gar nichts sehen. Ach doch, da sieht man dieses riesen Windrad. Und das stört die Kleinen nicht. Hallo. Super. Kriegen jetzt alle ihre Wolfsbärte, weil sie natürlich auch mehr Fell kriegen, weil der Herbst ist in Sicht, wo wir noch mitten im Sommer sind. Könnt ihr mal ein bisschen bei Lena bleiben, sonst kann ich euch nicht so gut filmen hier. Die nehmen ja alle auf dem Schoß sitzt. Ich glaube, das ist der Vorteil, wenn man Hunde gerade im ersten Jahr viel an der Leine führt, dass sie dann anhänglicher sind und sich nicht ganz so weit entfernen. Aber wahrscheinlich sehen sie gleich ein Reh und weg sind sie. Ja, man merkt an, dass er der schwere Typ ist sozusagen. Er trabt zwar auch so wie ein Wolf, aber er ist nicht so leichtfüßig, auf gar keinen Fall, das stimmt. Manchmal denke ich auch, das ist so Doggenart oder diese großen, schweren Hunde, so. Auch wenn er geht, das hörst du richtig. Aber ich sag ja, ist ja auch super gemütlich. Aber Suri ist auch total klasse, immer wenn ich irgendwo in einer Gastronomie bin, also Café, Bar, viel kennt die ganze Zeit. Von den Leuten. Also, dass Suri so mit, also kann man überall mit hinnehmen, die ist total toll. Das war, wir hatten Donnerstag Briar-Stammtisch, waren so 20 Leute, 7 Briars und eben die Izzy und Suri. Und dann ging eine Sirene los, die war aber wirklich direkt neben uns, die war so hammerhart laut. Und Suri, die hat gepennt, guckt einmal kurz hoch und hat weitergeschlafen. Und die Brias, die waren halt völlig aufgeregt. Und da war Suri um Klassen besser. Also auch die Kellner, die konnten über sie drüber steigen, so wie Mila und Zala halt. Ne? Voll locker oder standen mit ihrem Fuß direkt vor ihrer Nase stehen. Und das war echt der Hammer.